Eieiei, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Sind doch noch wieder ein paar Folgen zugekommen. Wunderbar, freue ich mich. Jo, dabei war ich kurz davor, das Spiel jetzt sogar fast sogar abzubrechen. Wäre schade drum gewesen, aber ist halt einfach so. Wir machen heute weiter mit der nächsten Wusi-Mission. Ich möchte kurz eine koffeinhaltige Limonade zu mir nehmen. Einen Schluck trinken. So. So, die letzte Mission war ganz cool. Wie gesagt, mit dem Frachter und alles drum und dran. Das haben wir echt ganz cool gemacht mit dem Tauchen und die Wand da setzen. Also wir scheinen einen kleinen Krieg zu führen gegen die Vietnamesen. Also solange wir für Husi arbeiten. Ja. Dann geht's heute weiter. Mit Husi wo? Ich habe gar nichts gemacht. The Da Nang Fang. Uzi, my man. CJ, you caught me on my way out. Business? This is the big one. This is the one that is going to seal my place in the Red Gecko Tong. But something's come up, and I got to sort things out myself. Excuse me. Telefon. Little Lion, what's the news? Damn. Why today of all days? Okay, shit. Take Guppy and go check it out. Trouble? The Da Nang boys are arriving today on a container ship. Little Lion's gone to check it out. I really gotta go too. Hey man, look. Don't even trip. I'ma handle this for you. Na, super, war klar. Lass sie doch gehen! Your help and friendship has been invaluable to me. Thanks, man. What are the guys? Oh, they're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Okay. Hey, CJ, what are you doing? Gut, wir müssen nicht selber fliegen. Was? Waffe bereithalten? Soll ich jetzt selber fliegen oder was? Ja, super. Where are we headed? To the boat. It's moored out in the bay. Oh, wieder, ach, das gleiche Wolf. You better lock and load. They'll be on their guard. Lock and load. Holy fuck. They're gunning for us already. I see them. They're all over the containers. I got them, man. Right in my sight. Hit those Da Nang bastards. Dich. RPG! RPG! Where? Which side? We're hit! We're going down! Brace for impact! Upsi. Ich bin nicht so gut im Fahren und Zielen gleichzeitig. Ah, man, that hurt. Dann machen wir das anders. Lost everything but my blade. Dann holen wir uns die Jungs mit der normalen Waffe. Can you see any survivors? No, nobody getting out of that alive. Nobody punched. Ooh. Hey, come on, show me what you got. So, jetzt haben wir zumindest mal eine Waffe. Hey, what was you saying? You got a fucking problem with me? Gut, dass ich unendlich Schuss habe wieder mal. Aber ich brauche irgendwie neue Munition. Aber ja, Munition neuerdings. Ihr wisst, was ich meine. Mehr Energie. So. Mmh.
Nein, verdammt, ich bin auf der falschen Taste gekommen. So, ich will lieber mit der normalen, mit dem normalen Zeugs arbeiten. Leck mich doch. Well, screw you, asshole. Ow. So, rekrasiert. So, jetzt muss ich wieder Energie tanken. Ich hasse sowas. Ich mach das mit Cheats. Ich weiß, wer hat GTA nicht mit Cheats damals gespielt? Oder mache ich es auf dem Let's Play? Von daher ist mir das herzlich egal. Ich spiele so, wie ich will und wie ich privat gespielt habe. Und das ist halt einfach nochmal so gewesen. Jetzt hör ich mal. Oh, ich hasse das. No. Entschuldigung. So, ich bin immer noch auf diesem komischen Dampfer hier. So, ich hoffe, das jetzt geklappt. Wie ich das gerne hätte. Jawohl. Ich hab was auf dem Ziel. Oh ja, Spiel! Geil. Ich hab keine Munition noch, ja? Komm noch Energie. Gott sei Dank. So, weiter. Na super, komm her. So. So, habe ich das jetzt irgendwie geschafft oder was? Oder wie sieht das aus? Keep it down. You wanna bring the snake head down here? Not long until we're drinking cola in the free west, eh? Hey, who the fuck are you? Face, huh? Was denn herkommen würdet. So, haben wir es jetzt irgendwie mal auf die Reihe bekommen? So, wo müssen wir da jetzt hin?
Warte mal. Wir sind irgendwo da hoch oder was? Stick this up your ass! Gut, wir haben den letzten auch geholt. Das ist ein Folgenschluss. So, offen. Please, the snake had tricked us. We're prisoners. Please help us escape. The snakehead is up on the bridge. Okay, stell die Person auf der Brücke auf. So, jetzt frage ich mich natürlich. Dazu muss ich jetzt erstmal da hoch. Oder beziehungsweise erstmal hier raus. So rum ist es richtig. So. Ziehen wir eine Treppe raus oder so? Vermutlich hier, ne? Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt mal wieder ganz hoch. Ich schätze, wir haben den Ziel. Oh, leck mich doch. Enough! We settled this here! Chestnut stands! I apologize. Ah, leck mich doch! Dragon sausage! Years ago. Tschüss. War auch mal gut. Ich habe kurz wieder Schrotflinte den Kopf weggeschossen, glaube ich. Jetzt hat sie ihn auf jeden Fall gut weggehauen. So. Sonst wir den Jungs treffen. Aua. Bitte nicht wie so einer Kacke sterben oder so. Und dann müssten wir damit eigentlich auch durch sein, oder? Aber nicht wirklich, oder? Oh, ich hasse diese Kameraeinstellung manchmal. Wir sind in den Container, in den Frachtraum gefallen. Das liegt mich doch am Arsch, ey. Da sind die Jungs. Thank you. For everything! Jo, kein Problem. Wir sind durch. Wusi ist erledigt, glaube ich. Also das heißt, Wusi ist erledigt.
Wir haben wohl seine Mission erledigt. Aber. Ich glaube, wir haben alle seine alle Missionen jetzt erledigt, ja. Den Frachter da vorne. Gehen wir mal. Jetzt haben wir eigentlich nur Zero seine Mission. Ja, irgendwie müssen wir die ja auch mal auf die Reihe bekommen. Es kann doch nicht sein, dass wir die nicht, geschafft bekommen. Sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Ja, es ist einzig Zero. Es ist wirklich als einziger nur noch Zero unterwegs. Und eigentlich wollte ich diese Mission nicht wirklich machen. Und dann gehe ich jetzt speichern. Und dann mache ich hier Feierabend für heute. Für meine, Aufnahme kleine auf. Ich fahre mir einen Rotz zusammen. So, die Wachs ist abgestellt. Tradition, wunderbar. Dann haben wir, wie gesagt, den schon mal weg. Und dann ist durch. Dann mache ich hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA San Andreas.